Die kalte Jahreszeit rückt immer näher und der Weihnachtsmarkt steht vor der Tür. Gemeinsam lässt man es sich bei Glühwein und Bratwurst gut gehen. Ein Platz, den man besucht, um die Weihnachtsstimmung einzuläuten. Doch es kann auch ganz anders kommen, wie der LKW-Anschlag im Dezember 2016 auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zeigte. Um solche Anschläge zu verhindern, sollen in Zukunft Sicherheitspoller angebracht werden, auch hier bei uns in Duisburg. Passiert ist bisher aber noch nichts. Die Installation verzögert sich. Es gibt verschiedene statische Konzepte, die zunächst einmal überprüft werden müssen. Die Frage lautet, ob die eingereichten Konzepte der Poller überhaupt den hohen Sicherheitsansprüchen genügen. Durch diesen Aufwand wird sich die Umsetzung noch weiter verzögern. Bis die 139 festen und 17 versenkbaren Antiterrorsperren installiert werden, wird die Innenstadt von Wassertanks geschützt. Diese sollen seit 2017 die Innenstadt vor Anschlägen mit Fahrzeugen sichern. Im Ernstfall würden sie jedoch nachgeben und den LKW nur ausbremsen, nicht ganz aufhalten. Deswegen werden die Wassertanks in den kommenden Wochen durch mobile LKW-Sperren ersetzt. Mobile LKW-Sperren und Wassertanks anstelle von Sicherheitspollern. Ein Unding, sagt die Fraktion Junges Duisburg. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Deswegen freue ich mich sehr, dass Stefan Wedding bei uns zu Gast ist, Fraktionsführer. Herzlich willkommen bei uns. Guten Abend, hallo. Sie hatten unlängst genau diese Situation beklagt. Und ich zitiere, von einem Desaster gesprochen bei der Planung für die Sicherheitspoller. Ist es wirklich so ein schlimmes Desaster? Ja, es ist ein Planungsdesaster, so haben wir das genannt. Und wenn man das mal an der Tragödie festmachen wollte, dann könnte man das in vier Akte einteilen. Akt 1 wäre die ursprüngliche Aufstellung der mobilen Wassersperren in Reaktion auf Berlin. Das war Ende 2016. Dann wurden die Anfang 2017 wieder abgebaut, die Sperren, um dann im Frühjahr 2017 wieder aufgestellt zu werden, weil man feststellte, das Problem bleibt. Dann kommen wir zum Akt 2. Wir haben festgestellt im September 2017, wir brauchen was Festes, wir brauchen stationäre Poller, die sollten wir beschaffen. 700.000 Euro sollte das kosten. Ja. Akt 3 ist dann 2018, Frühjahr. Da wurde uns erklärt, das kostet jetzt 2,5 Millionen. Ja, und Akt 4 ist jetzt, auch die kommen nicht. Wir sind jetzt mittlerweile zwei Weihnachtsmärkte weiter, sondern stattdessen jetzt mobile Poller. Also insofern, Planungsdesaster erscheint mir hier noch relativ gelinde gesagt nett. Man geht durch die Stadt sehenden Auges und sieht Baustellen und sieht Baugruben und sieht, dass das Straßenpflaster aufgebrochen wird und fragt sich natürlich, wie geht's voran mit den Baustellen? Was können Sie dazu aus dem Rat der Stadt berichten? Weil da wurde ja sehr dringlich darauf hingearbeitet, dass es jetzt mal zügig vorangeht. Ja, ich meine, wir haben auch die Bröselsteine auf der Königstraße beispielsweise unlängst kritisiert. Wir haben ja ein neues Pflaster in Teilen der Königstraße verlegt. Da bröseln die ersten Steine jetzt schon wieder weg. Die sind noch nicht ein Jahr verlegt. Dann haben wir jetzt die Riesenbaugrube für die Poller ausgehoben. Auch das ist natürlich kein schönes Entree in die Duisburger Innenstadt. Und ich sag mal, auch der Hauptbahnhof Vorplatz, den wir ja kennen und den wir kostspielig auch ertüchtigt haben, auch da beispielsweise, das Wasserspiel funktioniert noch nicht. Also hier und da ist es nicht optimal. Sie hatten den Kostenfaktor gerade schon angesprochen gehabt. Das ist natürlich immer so ein schwieriges Ding. Man kann ja Sicherheit und das, was man an Geld ausgibt, schwer gegeneinander aufwiegen oder eine Balance herstellen. Würden Sie sagen, diese erhöhten Kosten sind zu rechtfertigen, wenn es das Sicherheitsbedürfnis der Bürger, der Besucher der Stadt befriedigt in dem Moment? Absolut, absolut. Zumal es ja nicht nur um das Sicherheitsempfinden geht, sondern tatsächlich ja die Poller, die eingebaut werden sollen, auch objektiv eine Sicherung der Innenstadt herstellen. Und insofern, in der Tat, sind auch die 2,5 Millionen natürlich gerechtfertigt. Was uns ärgert, ist an der Stelle, dass man mit 700.000 Euro reingeht in die Verhandlung und mit mehr als dem Dreifachen dann wieder rausgeht. Das ist eigentlich keine ordentliche Planung. Das ärgert uns an der Stelle. Ja. Nun ist die Fraktion Junges Duisburg ja für eine sehr, ich will mal sagen, reale Politik eigentlich im Rat der Stadt eher bekannt. Ich gebe unumwunden zu, dass ich im ersten Moment etwas erstaunt war, dass Sie sich dieses Themas annehmen. Und ich unterstelle, dass es bei Ihnen nicht so sehr darum geht, gegen ein Konzept zu schießen, was für Sicherheit sorgen soll. Das kann ja nicht der Hintergrund sein. Absolut nicht. Nein, zumal wir an allen Fronten, wo wir nur können, Sicherheit immer ganz nach oben stellen und gerade auch das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger. Nein, es geht uns vielmehr darum, hier deutlich zu machen, dass in dieser Stadt einiges eben im Argen liegt und gerade auch die Baustellen und Planungssituationen eben grundsätzlich im
Argen liegt. Und das kriegt natürlich auch der Bürger mit. Und vor allem, und das ist viel schlimmer, auch der auswärtige Besucher der Stadt Duisburg kriegt das natürlich mit. So schön das Entree vielleicht auf dem Papier auch aussieht, was wir am Hauptbahnhof geschaffen haben oder schaffen wollten, so schön die Königstraße vielleicht auf Planungskizzen auch aussieht, leider sind wir eben noch nicht bei dem Zustand, sondern da stehen überall noch hässliche Wassertonnen in der Gegend herum und womöglich auch noch eine ganze Weile länger. Das alles ist natürlich nicht die beste Visitenkarte, die die Stadt Duisburg vor sich herträgt. Ja. Denken Sie denn, dass jetzt sehr konkret in diesem Zusammenhang, es geht auf den Weihnachtsmarkt zu, wir haben es gerade in dem kurzen Film gesehen, dieses Sicherheitsempfinden soll trotzdem geschaffen werden. Ist das, was jetzt geplant ist, aus Ihrer Sicht eine plausible Alternative oder glauben Sie, dass da einfach verstärkt auf die Tube gedrückt werden müsste, um da vielleicht noch vor Beginn der heißen Phase für den Einzelhandel da Fakten zu schaffen? Ja, also die stationären Sperren, die werden wir wohl nicht bekommen. Ich meine, der Weihnachtsmarkt geht in knapp 3 Wochen los. Insofern wird das sehr, sehr eng. Die mobilen Sperren natürlich, das ist jetzt wahrscheinlich die Notlösung. Ich habe mich informiert, tatsächlich sind die natürlich wesentlich sicherer als diese Wasserbehälter. Ja. Aber es ist nämlich auch wieder mehr Geld natürlich, was wir an der Stelle ausgeben. Klar, die können wir woanders auch noch benutzen. Aber es ist nicht das, was wir wollten. Wir wollten den Bürgerinnen und Bürgern ein unbeschwertes Weihnachtsfest ermöglichen auf dem Weihnachtsmarkt. Und das geht jetzt natürlich, aber eben nur mit Abstrichen, weil es kommt ja viel noch dazu. Wo so eine mobile Sperre steht, da kann kein LKW durchfahren. Es sollte aber versenkbare Poller geben, wenn wir die ordentliche Lösung bekommen hätten, jetzt schon zum Weihnachtsmarkt, dann wäre das Problem beispielsweise nicht da. Das Problem haben wir jetzt natürlich trotzdem. Da muss man dann eben den Poller verschieben oder was auch immer mitmachen. Ja. Also Sie schildern gerade, dass das Ganze realpolitisch gesehen ja durchaus jetzt Schwierigkeiten mit sich bringt. Nichtsdestotrotz etwas, was ja von Ihrer Seite auch jetzt durchaus politisch ins Feld geführt wird. Sie sehen, wenn ich das richtig Ihren Äußerungen entnehme, darin aber ein grundsätzliches Problem bei Planungen, die in dieser Stadt nicht in dem entscheidenden Zeitrahmen vorangebracht werden. Genau, nicht nur in dem Zeitrahmen, auch nicht im Kostenrahmen. Sie können im Grunde jedes beliebige Projekt rausgreifen. Mit fast wenigen, mit ganz wenigen Ausnahmen haben wir überall mit einer Zeit oder mit einer Kostenüberschreitung zu tun. Und das ärgert einen natürlich dann als Ratspolitiker ganz besonders. Und ehrlich gesagt, auch als Bürger würde mich das ärgern. Hätte man von Anfang an gesagt, das kostet 2,5 Millionen, wüsste man, worauf man sich einlässt. So ist es ein bisschen wie die Salamitaktik oder Zwiebeltaktik. Nee, es kommt immer eine Scheibe noch mit dazu. Aber das Ganze zu einer, sagen wir mal, für alle Seiten einigermaßen befriedigenden Lösung zu führen, dürfte ja trotzdem im Interesse aller sein. Wie ist da jetzt im Rat die Stimmung? Wie kann man jetzt noch in den verbleibenden Wochen, beziehungsweise in dem, was nach dem Weihnachtsmarkt kommt, naja, das Kind, was schon halb in den Brunnen gefallen ist, wieder retten? Ja, das werden wir sehen, wie die Stimmung in der nächsten Ratssitzung ist. Ich denke, da wird sicherlich mindestens eine Anfrage zu geben, womöglich sogar einen Antrag. Ich denke, das wird in jedem Fall thematisiert werden. Der Dringlichkeitsbeschluss ist ja jetzt im Vergabeausschuss zu dem Thema. Aber das wird natürlich im Rat nochmal thematisiert werden, weil es eben einfach auch wichtig ist. Naja, und um bei der Tragödie zu bleiben, gucken wir mal, wie der fünfte Akt dann wird. Nicht? Also ob es eine Katastrophe wird und wir keine Lösung herbeiführen können oder ob wir tatsächlich dann die Lösung kriegen, das wäre natürlich schön. Ja. Das bringt mich zu meiner letzten Frage, denn kommen wir mal zurück zu dem Schlagwort Desaster, das wir am Anfang genannt haben. Es geht natürlich bei einer solchen Maßnahme wie dem Einbau von Sicherheitspollern für eine Innenstadt auch um etwas ganz anderes. Sie hatten von der Außenwirkung der Stadt gesprochen. Sie haben davon gesprochen, dass die Bürger sich in einer Stadt sicher fühlen sollen, wenn sie sich dort bewegen. Hat so etwas mal losgelöst davon, dass die Dinge jetzt da nicht stehen? An anderer Stelle auch noch Konsequenzen für die Wahrnehmung von Duisburg, für Auswärtige, für Bürger dieser Stadt? Ja, also ich meine, man muss sich ja nur mal die Schlagzeilen angucken, die Duisburg in der überregionalen Presse beispielsweise produziert. Das sind selten Schlagzeilen, die man als Duisburger lesen möchte. Dass jetzt keine Poller kommen oder verspätet Poller kommen oder die Poller teurer werden oder dass an anderen Stellen Dinge nicht funktionieren und das steht in der überregionalen Presse, da haftet natürlich ein negatives Image plötzlich an der Stadt. Das haben die Duisburgerinnen und Duisburger nicht verdient und auch unsere schöne Stadt nicht, weil wir könnten es eigentlich besser machen und ich würde den Oberbürgermeister bitten, das einfach auch zu tun. Herr Wedding, danke fürs Gespräch. Gerne. Vielen Dank für Ihren Besuch heute. Dankeschön.